Während das letzte Video wahrscheinlich eher was für Einsteiger war, gibt es jetzt auch ein paar Tipps für die Fortgeschrittenen. Und zwar geht es um Mono und Geflochtene. Welche Schnur ist besser, beziehungsweise was gibt es für Vor- und Nachteile? Ich bin Maxi und ihr guckt Schnüre maximal. Zum Spinnangeln nehmen die meisten Leute ja heutzutage eher geflochtene Schnüre. Das heißt, ihr habt eine 4-fach, 8-fach oder sogar schon 12-fach geflochtene Schnur. 4-fach geflochtene Schnur, bisschen rauer, hat ja halt nur 4 Fäden. Die sind natürlich ein bisschen dicker. Dadurch habt ihr eine lautere Schnur in den Ring. Eine Schnur, die etwas weniger glatt ist und dadurch weniger weit fliegt, aber etwas abriebfester ist als eine 8-fach geflochtene oder auch 12-fach geflochtene. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es geht um die Unterschiede zwischen geflochtener und Mono. Der erste Punkt, der häufig für eine geflochtene Schnur spricht, ist die Dehnung. Die geflochtene Schnur hat eigentlich null Dehnung. Dadurch habt ihr den besten, direktesten Kontakt zum Köder, dann auch zum Biss und zum Fisch. Das ist natürlich geil, gerade beim Spinnangeln, wenn ihr direkt merkt, dass ihr einen Biss habt und auch der Fisch direkt merkt, dass ihr am anderen Ende anhaut und dann hängt. Oft sind geflochtene Schnüre auch gefärbt. Das heißt, ihr habt rote, grüne, blaue, gelbe, orange Schnur und könnt die dann beim Angeln besser sehen. Das heißt, ihr habt einen besseren Kontakt, nicht direkt über eure Rute, aber über eure Augen zum Fisch und merkt zum Beispiel, wenn ihr einen Schnurbogen habt, wenn ihr einen Biss bekommt. Klar, der Fisch sieht die Schnur dann auch besser, aber dafür nehmt ihr normalerweise Fluorcarbon-Vorfach oder irgendwas, was der Fisch halt nicht sieht. Der nächste Vorteil von so einer geflochtenen Schnur ist, dass sie bei gleicher Stärke natürlich eine wesentlich höhere Tragkraft hat. Das heißt, geflochtene Schnur in einem Durchmesser von, weiß ich nicht, 0,10 hat ungefähr eine Tragkraft von 5 Kilo. Eine monophile Schnur mit einem 10er Durchmesser hat normalerweise, weiß ich nicht, 1,5 Kilo Tragkraft oder so, aber geflochtene Schnüre können nicht wirklich gemessen werden. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger, eine geflochtene Schnur zu messen im Durchmesser. Daher sind die Angaben oft etwas falsch. Eine geflochtene Schnur, die als 0,10er angegeben ist, ist dann eher eine 0,15er im Vergleich zu einer normalen monophilen. Durch die geringere Dicke bei gleicher Stärke, das heißt bei gleicher Tragkraft, lassen sich die Schnüre natürlich deutlich besser werfen, beziehungsweise die Köder lassen sich mit dieser Schnur deutlich besser werfen. Höhere Wurfweiten und ihr habt natürlich auch nicht so viel Widerstand im Wasser, in der Luft und so weiter. Das heißt, sie wird vom Wind nicht so doll rübergedrückt, von der Strömung nicht großartig verschoben. Ihr schneidet quasi das Wasser viel besser dadurch, dass die Schnur dünner ist beim Anhieb oder bei was auch immer. Noch ein Vorteil ist, dass die geflochtene natürlich wesentlich weicher und flexibler ist. 8-fach geflochtene noch extremer als 4-fach geflochtene, aber auf jeden Fall beide deutlich weicher und flexibler als ein Mono. Kein Memory-Effekt, heißt, die Schnur bleibt einfach gerade, glatt und verdreht sich nicht. Kommen wir dann mal zu den Nachteilen der geflochtenen Schnur. Der erste Nachteil ist, dass die geflochtene wesentlich weniger abriebfest ist. Das heißt, gerade so Muscheln oder Scharfsteine unter Wasser cutten eine geflochtene ganz schnell durch. Im Gegensatz dazu ist eine Mono da wesentlich robuster. Was auch noch ein Nachteil der geflochtenen Schnüre ist, ist, dass sie bei einer Perücke, bei einem Backlash zum Beispiel auch auf einer Baitcast-Rolle wesentlich schwieriger auseinander zu heddern sind. Das heißt, wenn die einmal so richtig verkackt ist, hier so ein Klumpen, könnt ihr sie viel schlechter wieder lösen. Dadurch habt ihr natürlich ein Stück Schnur, was ihr verliert. Ist jetzt halt auch kein Nachteil, der prinzipiell von der Schnur ausgeht, sondern wenn man nicht werfen kann, kriegt man ein paar Rücken und dann habe ich diesen Nachteil. Tada! Ein vierblättriges Kleeblatt. Ein anderer Nachteil ist, dass die geflochtene natürlich wesentlich teurer ist. Das heißt, in der Regel kostet eine geflochtene Schnur so zwischen 10 und 60 Euro auf 100 Meter. Die normalen liegen so zwischen 10 und 20 Euro, sag ich mal. Die hochwertigeren dann zwischen 20 und 30 auf 100 Meter immer. Ich sag mal, ihr braucht aber auch nicht so viel. Das heißt, es reicht eigentlich völlig aus, wenn ihr 100 oder 150 Meter Schnur habt und damit Spinnangeln geht. Solange es nicht irgendwie auf 300 Meter Tiefe in Norwegen ankommt, braucht ihr einfach nicht mehr Schnur. An die Schnur unten drunter kommt die nie ran, spult dann lieber billige Monophile unten drunter. Nicht so, wie euch der Angelladenverkäufer erzählen will, dass ihr 500 Meter braucht. Der Preis für so eine Schnur ist dann natürlich normalerweise auch berechtigt. Es gibt wirklich krasse Unterschiede. Ich habe schon 1000 geflochtene durch. Die ja richtig guten japanischen Schnüre kosten halt wirklich auch ein bisschen was. Jetzt habe ich gerade, dadurch, dass ich natürlich mit Zec zusammenarbeite, die Momo-Schnur, die ich teste und bin mit der ultra zufrieden. Kostet wie gesagt eine Mark, aber für die richtigen Ultras ist es auf jeden Fall zu empfehlen, da ein bisschen zu investieren. Was der eben angesprochene Vorteil einer geflochtenen Schnur ist, nämlich, dass sie keine Dehnung hat, ist jetzt auch ein Nachteil der geflochtenen Schnur. Denn ja, was beim Köderführen oder auch beim Bissspüren, beim Spüren des Köders am Grund und so weiter, der Vorteil ist jetzt der Nachteil im Drill. Und zwar habt ihr im Drill keine Dehnung. Dadurch hat der Fisch natürlich eher die Möglichkeit auszuschlitzen. Das heißt, dass der Haken rausreißt einfach aus dem Maul und ihr deswegen den Fisch verliert. Habt ihr ein bisschen mehr Dehnung durch die monophile Schnur, passiert das nicht so schnell, da die Schläge der Fische abgefedert werden. Ich persönlich finde aber zum Beispiel, dass der Drill dadurch auch wesentlich weniger Spaß macht. Ihr habt nicht so viel direkten Kontakt zum Fisch. Ich habe eine ganze Zeit lang selber mit monophiler Schnur zum Spinnangeln auch geangelt, fand einfach diese Drills relativ langweilig. Da habe ich zum Beispiel, ich weiß ganz genau, einmal habe ich einen 40er Barsch, 42er Barsch gefangen.
den ich bis vorm Boot als ja, sehr klein eingeschätzt habe und dann festgestellt habe, oh, doch deutlich größer als ich dachte. Ich hätte gedacht, der ist wirklich ein Zwerg, weil ich wie gesagt nicht viel mitbekommen habe, da die Schnur so eine dolle Dehnung hatte. Die geflochtene hat halt keine Dehnung, die monofile hat Dehnung. Dadurch habt ihr wesentlich weniger Aussteiger, das heißt die Fischschläge, Fischfluchten und so weiter werden viel besser abgefedert bei so einer monofilen Schnur. Das ist natürlich ein immenser Vorteil, wenn man halt häufig Fische verliert oder auch Fische angelt, die ein relativ weiches Maul haben. Also ihr seht schon, selbst auf so einem kleinen Stück hat man hier 2 cm oder so Dehnung. Das heißt, es ist schon relativ viel, gibt aber auch monofile Schnüre, die weniger Dehnung haben. Der nächste Vorteil einer monofilen ist die Abriebsfestigkeit. Eine Mono ist deutlich abriebsfester als eine geflochtene. Steine am Grund machen der nicht so viel aus, Muscheln auch nicht. Zähne natürlich auch nicht, egal auf welchen Fisch ihr angelt. Wenn er Zähne hat, dann ist eine geflochtene wesentlich schneller durch als eine monofile. Damit hat man dann auch direkt den nächsten Vorteil. Nicht nur im Maul kann so ein Köder abreißen, auch am Grund, bei Hängern und so weiter. Bei einer geflochtenen hat man immer noch ein monofiles Vorfach, das heißt in den meisten Fällen ein monofiles Vorfach, was man dann oft neu knoten muss. Hier spart ihr euch einfach einen Knoten, wenn ihr den Snap direkt wieder an eure Mono ranknoten könnt, dadurch halt weniger Zeit braucht, um neu zu bauen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Die Monofile ist halt deutlich schlechter zu sehen, für den Fisch auch schlecht zu sehen, damit aber gut für euch. Versteht ihr? Man hat halt eine Schnur, die wesentlich besser getarnt ist. Damit habt ihr natürlich den Nachteil, dass ihr weniger seht, wenn ihr einen Biss bekommt, der zum Beispiel durch den Schnurbogen nicht zu spüren ist. Ein weiterer Vorteil ist dann der Preis. Die monofile Schnur kostet halt nicht im Ansatz so viel wie eine geflochtene. Auch eine gute Monofile kostet eine 150 Meter Spule 10-15 Euro und ist damit, wie gesagt, wesentlich günstiger als eine geflochtene. Hardbaits lassen sich mit der Monofilen besser führen, da die Dehnung quasi den Ködern eine ja, lebensechtere Bewegung verleiht. Ihr habt halt diesen harten, direkten Kontakt zu einer ja, normalerweise dann auch oft noch harten Rute nicht. Deswegen, wie gesagt, hat der Köder eine lebensechtere Bewegung unter Wasser. Gerade Crankbaits lassen sich natürlich auch wesentlich schöner mit so einer Schnur führen. Die Vibration vom Crankbait ist immer schlecht für eure Rolle, nervt auch in der Hand, wenn man den ganzen Tag mit so einem Crankbait angelt. Das habt ihr halt einfach zumindest teilweise ausgeschaltet, wenn ihr mit einer monofilen Schnur fischt. Das heißt, das ist auch das Einzige, wofür ich die verwende. Zum Fischen mit Crankbaits, gut zum Karpfenangeln vielleicht noch, beim Spinnangeln nur angeln mit Crankbaits oder Twitchbaits ab und zu, aber eigentlich eher für Cranks. Den ersten Nachteil kann man hier direkt super sehen, und zwar ist das der Memory-Effekt dieser Schnur. Memory-Effekt bedeutet, kann sich gut erinnern an ihre letzte Position, und deswegen macht die Schnur, auch obwohl sie von der Rolle runter ist, diese Figur hier. Das ist natürlich unschön, wenn ihr keine extrem straffe Schnur habt und schwere Köder, dann kringelt sich diese Schnur immer so. Außerdem ist es allgemein einfach nicht so geil, wenn die Schnur halt nicht gerade ist und nicht glatt ist, sondern einfach ja, gekräuselt, wie ein Telefonkabel aussieht. Telefonkabel, kennt ihr sowas überhaupt noch? Und damit ein Nachteil der Monofilen. Dann haben wir natürlich den jetzt schon zum vierten Mal angesprochen, Nach- bzw. Vorteil der Dehnung. Der ist für mich, kann man ja jetzt mal sagen, ausschlaggebend dafür, dass ich normalerweise nicht mit monofilen Schnüren angel. Wie gesagt, der Drillspaß, der verloren geht, der war es mir dann nicht mehr wert. Die Vorteile haben dann nicht mehr überwogen, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich wieder runter von meiner Rolle, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte, so zu angeln. Was gibt es noch für Nachteile? Klar, was ich bei der geflochtenen schon als Vorteil genannt habe, dass sie höhere Tragkräfte bei gleicher Stärke hat, ist dann natürlich der Nachteil der Monofilen, die hat weniger Tragkraft bei gleicher Stärke. Also als Fazit kann man sagen, es gibt ein paar Methoden, da würde ich eine monofile Schnur schon auch beim Spinnangeln empfehlen. Das ist Angeln mit Crankbaits, Twitchbaits vielleicht noch. Klar, bei einem Finesse-Rig kann man es auch noch machen. Würde ich persönlich aber nicht machen. Beim Angeln auf Bass ist eine monofile zu empfehlen. Und auch beim Angeln zum Beispiel auf Forelle kann man eine monofile auf jeden Fall nehmen. Aber da habe ich eigentlich einen anderen Tipp für euch. Und zwar als Kompromiss, nehmt einfach sehr lange Fluorcarbon-Fächer, wenn es drauf ankommt. Muss auch nicht Fluorcarbon sein, kann auch eine andere monofile Schnur sein. Ihr habt die Vorteile von einer monofilen, das heißt, ihr habt ein bisschen Dehnung, die den Fisch oder die Fluchten des Fisches abfedert. Ihr habt die Abriebsfestigkeit, weil es ja sowieso nur auf die ersten 2 Meter eurer Schnur ankommt, bei der Abriebsfestigkeit, zumindest im Normalfall. Und ihr habt die weniger Sichtbarkeit für den Fisch. Ihr selber seht aber eure geflochtene Hauptschnur super. Ich nehme im Normalfall immer so, wie gesagt, 2 Meter, 2,50 Meter, teilweise auch wirklich, wenn ich ein bisschen mehr Dehnung habe. Zum Beispiel beim Angeln auf Forelle am Bach oder so, 3 Meter oder 4 Meter lang Vorfach. Damit habt ihr, wie gesagt, die ganzen Vorteile der Mono und die Vorteile der geflochtenen kombiniert. Ist eigentlich der coolste Kompromiss, meiner Meinung nach, und so angle ich schon relativ lange, relativ erfolgreich in den meisten Fällen. Dafür braucht ihr dann einen richtig geilen Knoten, der super durch die Ringe fliegt und hält natürlich. Den habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, könnt ihr euch gerne unten in der Beschreibung reinziehen. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was lernen im Video. Es hat Spaß gemacht, ihr habt keine epileptischen Anfälle bekommen, lebt alle noch. Das wäre mir sehr wichtig, dass keiner vom Bildschirm umgefallen ist. Jetzt würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, wie ihr das seht, wann ihr beim Spinnangeln eine geflochtene oder monofile fischt. Es gibt auch ein neues Ziel, und zwar müssen wir bitte David wieder überholen. Kann ich wahr sein? Der hat mich einfach eiskalt richtig hart abgezogen.
Erhöhung, was die Abonnentenzahl angeht. Das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Da müssen wir wieder ran. Also David, jetzt Kampfansage. Der Krieg ist erklärt. Hiermit, wer kriegt die meisten Follower bis Ende des Jahres? Die meisten Abonnenten, meine ich natürlich, auf YouTube. Geht nur um YouTube. Nur weil der dann mal so nach einem Handy taucht irgendwie, kann er nicht mehr Abonnenten haben als ich. Das ist nicht fair. Deswegen empfiehlt es euren Freunden, euren Geschwistern, Omas, Opas, Enkelkindern, Urenkelkindern, allen, die ihr kennt, und abonniert Angeln Maximal. Ich finde es natürlich trotzdem schon mega geil, wie viel wir geworden sind. Ich hoffe, der Gewinner beim Gewinnspiel hat sich gefreut und ich hoffe, es gibt bald einen neuen Gewinner fürs nächste Gewinnspiel. Wenn es heißt 20.000 Abonnenten, 25.000 Abonnenten, vielleicht mache ich auch erst bei 30, also legt euch ins Zeug. Vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Es ist wirklich mega geil. Danke auch für die ganzen Kommentare, für die netten Kommentare. Für die anderen möchte ich mich nicht bedanken. Die nehme ich mir aber auch zu Herzen, lese sie mir durch, aber ab jetzt nicht mehr. Also jetzt braucht ihr nichts Böses mehr schreiben. Jetzt schreibt bitte nur noch nette Sachen. Das war's mit der Folge. Ich bin Maxi, das war Angeln Maximal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.